Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind gerade auf dem Weg in die Manufaktur, weil heute wird, was wird heute produziert? Peanut Pralines. Und wir haben noch ein paar Meetings und deswegen bin ich heute mit dabei. Ich bin ja sonst immer im Büro, aber ja, heute haben wir einiges zu besprechen, auch nochmal wegen Adventskalender. Das ist ja auch noch im vollen Gange und schwierig im Auto zu filmen. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg. Ich nehme euch ein bisschen mit. Es ist jetzt schon, was ist es denn? Viertel vor 12. Und ich hatte gerade schon Pralini, ist mir Claudio gebracht. Der wird nämlich gerade frisch produziert hier. Ich habe ich war noch gar nicht drin in der Manufaktur. Ich habe jetzt hier gerade erstmal einiges abgearbeitet, was ich hier noch offen hatte, was noch auf meiner To-Do-Liste war, was ich unbedingt noch vor dem Wochenende erledigt haben wollte. Telekom telefoniert, einen Call gehabt mit Sunday, was habe ich noch alles gemacht, E-Mails verschickt, Gehälter gezahlt, Ende des Monats. Was habe ich noch gemacht? Ich weiß gerade gar nicht. Aber uns denkst mir angeschaut, Werbungsunterlagen, da kommt jetzt gerade einiges rein und es wird dann immer einmal vorgefiltert und ich schaue es mir dann, also ich kriege es dann zugeschickt oder halt die finalen Aufgaben bekomme ich zugeschickt oder wenn halt was interessant ist, dann bekomme ich es zugeschickt. Dann schaue ich mir das eben genau an. Jetzt habe ich eben die finale Aufgabe von einer Social-Media-Bewerberin bekommen. Und da müssen wir uns jetzt unbedingt entscheiden die Woche, weil wir haben drei, die auf eine Antwort, oder zwei, die schon länger auf eine Antwort warten. Jetzt fährt der Zug hier vorbei. Ist laut. Naja, wir haben drei auf jeden Fall, zwei, die schon länger auf eine Antwort warten. Und ich konnte mich jetzt wirklich einfach nicht, oder wir konnten uns einfach nicht entscheiden. Jetzt haben wir heute noch die dritte Aufgabe bekommen. Jetzt habe ich das nochmal analysiert, nochmal mit den anderen besprochen und wahrscheinlich werden wir zwei Leute nehmen, so wie es aussieht. Ach ja, naja, so, jetzt düse ich aber in die Manufaktur und dann gebe ich euch auch ein paar Einblicke. Jetzt hier ein paar Einblicke in unser neues Lager. Ich habe es ja selbst auch noch gar nicht gesehen. Das ist das erste Mal, dass ich sehe. Also ich war schon gerade hier einmal drin, aber ich nehme es jetzt hier nochmal für euch ab. Hier ist die Packstation. Du bist in meinem YouTube-Video, Thomas. Aber es kennen dich eh schon alle. Ich habe ganz viele Pakete schon gepackt für euch. Die gehen an euch raus. Genau, hier werden dann ganze Pakete gepackt. Und hier stehen die ganzen fertigen Pakete, die oben in der Manufaktur, also die Manufaktur ist ein Stockwerk drüber, die werden oben produziert. Ich habe hier schon ein paar hingestellt, weil ich gerade ein paar Fotos gemacht habe. Also heute wird Peanut produziert, das zeige ich euch auch gleich. Gleich geht es nämlich dann hoch in die Manufaktur. Und die landen dann hier. Und dann lagern die hier. Alle unter. Also ihr seht, das sind alles hier Paletten. Und die gehen dann eben an Hände raus, an Endkunden, an alles Mögliche. Und jetzt, wenn ihr das Video seht, dann ist ja eh schon offiziell. Mit DM. Also hier ging dann zum Beispiel die Palette an DM raus. Also haben die Männer echt ganz toll gemacht. Ist richtig schön geworden. Claudia und ich haben jetzt hier ein ganz romantisches Lunchdate. Nein, Spaß. Wir haben beide nichts zu essen mitgenommen heute Morgen in der Eile. Deswegen hat er uns jetzt hier ein Tofu-Curry, du hast das gleiche Weg hier, ein Tofu-Curry geholt. Da habe ich jetzt seit gestern Abend so Lust drauf. Und Sommerrollen. Die habe ich gestern Abend gemacht, aber so schlecht. Die sind die ganze Zeit zerfallen. Ah, die waren echt nicht so gut, gell, Claudio? Oder sagst du lieber besser nichts? Ja. So. Einmal Lunch für zwei und dann düsen wir in die Manufaktur rein. Das sind jetzt hier übrigens Pralinis, die an To-Go-To-Go verkauft werden. Also in München haben wir immer dienstags und donnerstags in der Regel, also wenn wir es schaffen, wenn wir genug Ware haben, haben wir immer To-Go-To-Go verkauft. Produkte, die halt nicht richtig verpackt sind, kaufen wir dann in den Boxen oder Produkte, die zu klein sind, zu groß. Alle, die halt nicht perfekt sind, verkaufen wir aber To-Go-To-Go. Es wurde alles hier heute produziert. Schaut euch das mal an. Also diese ganzen Kisten. Das ist jetzt zwar produziert worden, aber eben alles noch in Displayboxen verpackt werden. Und das ist richtig viel Arbeit. Also das machen wir alles komplett per Hand. Wie lecker ist das bitte? Oh, diese Füllung. Mein zweiter heute. Lecker. Wirklich unglaublich lecker. Hier gehen sie durch den Schokotunnel. Gut, schaut das aus. Also wenn ihr das riecht, könntet hier drin. Es riecht einfach nach Schokolade. Es riecht einfach nach geiler, warmer Schokolade. Guten Morgen. Wir sind auf dem Weg zum See. Es ist jetzt wie viel Uhr? 9 Uhr? 9:30 Uhr? Naja, wir sind gleich da. Wir wollten eigentlich um 8 Uhr los. Daraus wurde nichts. Wir sind um 8:30 Uhr losgekommen. Oder 8:45 Uhr, ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht pünktlich, wie immer halt.
Aber dafür sind wir jetzt auf dem Weg. Die Nacht war irgendwie ein bisschen anstrengend heute Nacht, aber dafür können wir dann ein bisschen am See nochmal entspannen. Wir fahren an den Schliersee, das ist so anderthalb, ja, eine Stunde oder von uns entfernt. Ja, so eine Stunde von uns entfernt. Da ist richtig schön, da gibt es so ein Strandbad und in der Früh, deswegen fahren wir immer ganz früh los, ist da halt auch noch keiner und dann ist es da ganz ruhig und ist auch so ein kleines Restaurant dabei, da kann man dann was essen und halt ins Wasser, die haben da auch so ein Trampolin im Wasser und für Kids einen riesen Spielplatz, also ist echt richtig cool. Da fahren wir jetzt hin und verbringen dort den Tag heute. Wir sind jetzt am Schliersee, schaut mal, das ist richtig schön hier. Da vorne ist noch Pack, der ist auch noch mitgekommen, Claudio. Und die kleine Maus ist schon im Kinderwagen eingeschlafen. Ich glaube, weil die Nacht einfach so anstrengend war, dass sie jetzt schon eingepennt ist. Aber ja, sie soll jetzt mal schlafen. Ich lege mich auch, glaube ich, noch mal kurz hin, bevor ich ins Wasser gehe. War echt anstrengend heute Nacht. Es war halt einfach auch so heiß bei uns, also in der Wohnung. Wir wohnen ja ganz oben. Wirklich, wir haben so geschwitzt alle. Und sie ist dann die ganze Zeit aufgewacht und war irgendwie wach. Und ach ja, wir haben dann 10-mal irgendwie das Bett gewechselt, also von ihrem Bett in das andere Bett, also in unser großes Bett und wieder zurück. Und das war einfach irgendwie echt nicht so eine tolle Nacht. Aber gut, jetzt genießen wir erstmal den See. Guten Morgen, es ist jetzt Montag. Kurz überlegt, aber ich weiß, welcher Tag heute ist. Ich habe mich gestern hier gar nicht mehr gemeldet, aber ich habe ja dann noch auf Instagram verkündet, dass wir bei DM reinkommen und ich saß da, glaube ich, noch eine Stunde, also direkt, als ich es gepostet habe und habe Nachrichten beantwortet und wirklich, ich hatte Tränen in den Augen, weil es waren einfach so süße Nachrichten und Kommentare und ich habe, als Olivia dann geschlafen hat, habe ich auch nochmal bis 11 Nachrichten beantwortet und ich weiß gar nicht, wie ich euch da danken kann. Es sind einfach so süße Nachrichten und Kommentare und ich werde mir halt auch nochmal wirklich Zeit nehmen, die alle zu beantworten und mir alles durchzulesen und ich freue mich einfach, dass ihr euch da auch so freut und dafür allein hat sich einfach dieser ganze Pain vom letzten Jahr gelohnt. Ich habe auch zum Claudio heute gesagt, so boah, zum Glück haben wir einfach nicht aufgegeben. Er war immer eher so gesagt, halt, schon, wir müssen da jetzt einfach durch. Und ich war so in diesen wirklichen Tiefphasen ein paar Mal kurz davor zu sagen, so, es lohnt sich nicht mehr, wir lassen das Ganze, wir geben auf. Also ich war wirklich kurz vorm Aufgeben. Also wirklich ernsthaft, dass ich darüber nachgedacht habe und wirklich ernsthaft, da hätte aufgeben wollen. Aber ich glaube, er hat mich da mal wieder ein bisschen rausgezogen, obwohl er ja auch selber den ganzen Stress hatte und im Nachhinein hat er, glaube ich, alles auf sich genommen, um mich irgendwie da nochmal so ein bisschen mir den Belast abzunehmen. Jetzt heute startet der Kindergarten. Ich habe gerade schon eine Runde Pilates gemacht, wie ihr sehen könnt. Übrigens im Schlafzimmer. Dass ich unbedingt hier mal ein bisschen neu machen will, aber das ist ein ganz anderes Thema. Naja, auf jeden Fall startet heute der Kindergarten. Heute ist die Eingewöhnung. Erster Tag, wir dürfen erstmal eine Stunde bleiben. Also heute, wir gehen, Olivia und ich gehen zusammen und dann darf ich eine Stunde mit ihr dort bleiben und dann morgen wieder, ich glaube die ganze Woche so. Und dann steigern wir es langsam und ich habe denen auch wirklich so oft gesagt, ich will das in ihrem Tempo machen, weil bei uns hat ja die Spiele, also wir hatten ja nie eine Kita, aber wir hatten ja diese Spielegruppe jetzt von Januar bis jetzt, ein halbes Jahr. Und da hat sie 2 Monate gebraucht mit der Eingewöhnung und deswegen habe ich gesagt, ich gebe ihr einfach die Zeit, die sie braucht. Und mir hatten nämlich einige geschrieben, dass es mit dem Kindergarten schneller geht und dass sie da so ein bisschen mehr Druck machen, aber ja, ich habe das ganz klar kommuniziert. Schau mal, also die haben auch gar nichts gesagt. Die waren voll süß und meinten natürlich. Und Kind steht immer an erster Stelle und so. Und deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Aber ich bin richtig excited. Oh Gott, diese Woche ist so verrückt. DM. Maus, was ist denn los? Wir müssen dich jetzt fertig machen. So, ich habe jetzt auch Hunger. Ich mache mir jetzt was zum Frühstück. Das ist übrigens mein Frühstück. Overnight Oats mit Mandelmus. Bisschen Beeren. Was da noch drin? Trauben. Ein paar Kerne. Mandelmus, Hanfsamen. All the goods. Ich liebe so ein Frühstück in der Früh. Ich mache jetzt gleich noch meinen Smoothie. Claudias Mama ist übrigens gestern noch gekommen am Abend. Richtig praktisch. Die ist jetzt die Woche da. Meine Mama kommt am Freitag. Klatschen sich ab. Voll perfekt. Bei Claudia und ich auch am Wochenende nach Ibiza für Ellis Geburtstag fliegen. Deswegen ist es ganz praktisch, dass die Omas dann da sind. Oh wow, Leute, ich weiß gar nicht, wo dieser Tag heute hin ist. Es ist einfach schon Montagabend. Ich bin auch schon ready gemacht, abgeschminkt im Pyjama. Wir haben nämlich noch gebadet, Olivia und ich zusammen. Das ist ihre Lieblingsbeschäftigung momentan. Naja, also erstmal Kindergarten-Eingewöhnung.
lief mega gut. Also wir waren ungefähr 2 Stunden da. Die waren alle mega sweet. Sie arbeiten auch. Sie haben gerade ein bisschen Krankheitsausfälle und so. Und dann waren sie ein bisschen weniger besetzt. Aber die waren trotzdem total süß und haben sich auch Zeit genommen. Ich habe hunderte von Fragen gestellt. Ich war irgendwann, oh mein Gott, es tut mir so leid, dass ich so viele Fragen stelle. Und die immer so, nee, frag ruhig alles. Wobei ich hatte irgendwie ja vorher gar nicht so, ich hatte jetzt gar nicht so viel Zeit, da so viel zu fragen. Ja, auf jeden Fall war es voll gut. Sie hat dann auch schon gespielt mit den anderen und mich immer wieder so weggeschickt. Und ich sollte im anderen Raum warten, während sie mit den Kindern spielt. Ich habe ihr dann auch heute nochmal erklärt, dass halt irgendwann die Mama nicht mehr dabei ist. Jetzt in den ersten, ja, in den ersten Wochen bin ich natürlich noch dabei. Ich habe denen auch gesagt, dass ich halt möchte, dass wir das Ganze langsam angehen. Aber sie waren auch so voll zufrieden und meinten, also dass sie voll offen war so für den ersten Tag und dass sie auch voll überrascht waren, dass sie sofort mit den anderen gespielt haben, weil ich halt so gemeint habe, es wird wahrscheinlich länger dauern. Aber ja, also war voll gut. Und jetzt machen Claudius Mama und Claudio gerade, beziehungsweise Olivia, die sind alle da drüben, machen Abendessen. Und ich räume hier noch so ein bisschen rum, habe gerade noch was am Laptop gemacht. Morgen haben wir nämlich unser Standesamt-Termin, also nicht den Termin, sondern beim KVR den Termin für Standesamt, dass wir dann beim Standesamt den Termin machen können. Auf jeden Fall muss ich da jetzt noch ein paar Unterlagen zusammensuchen. Und ja, that's it. Das ist unser Abend. Ich zeige euch aber gleich nochmal, was wir zum Abendessen. 7 Uhr. Ich frühstücke schon, weil wir schon seit 5:45 wach sind, Claude und ich. Aber irgendwie, ja, fragt mich nicht, was ich seitdem gemacht habe. Ich war am Handy. Ja, ihr seht, also meine Morgenroutine ist auch nicht jeden Morgen perfekt. Und jetzt habe ich aber noch eine Meditation gemacht und Frühstück vorbereitet. Jetzt wollte ich eigentlich noch kurz was am Laptop machen, weil ich, ja, egal, das mache ich später. Naja, das ist ja mein Frühstück. Bin nämlich voll hungrig jetzt schon. Und dann, ja, mache ich mich eigentlich auch schon ready, weil wir dann zum KVR düsen. Ich bin jetzt im Büro. Es riecht hier so gut, ich bin in der Küche. Hier wird nämlich schon ganz fleißig gebacken und gekocht, weil die morgen als kleines Dankeschön für alle aus der Manufaktur, weil die wirklich so fleißig waren und so viele Bestellungen bzw. so viele Produkte produziert haben die letzten Wochen für DM und für Budni und Teegut. Und es war wirklich richtig viel los. Plus ja, die ganzen Bestellungen verschicken und alles. Deswegen haben wir, beziehungsweise die Mädels hier aus dem Büro, ein kleines Dankeschön vorbereitet. Ich zeige es euch gleich mal. Und die bringen das alles morgen in die Manufaktur. Und dann, ja, haben wir da so einen kleinen Brunch zusammen. Ich muss mal schauen, ob ich es morgen schaffe, weil ich habe 2 Bewerbungsgespräche online, vor Ort. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich es morgen schaffe oder dann einer der Tage, Donnerstag. Oder, ja, Freitag bin ich dann schon im Urlaub. Wir fliegen ja nach Ibiza für Ellis Geburtstag. Aber das habe ich euch ja schon erzählt. Auf jeden Fall ja, war der Eingewöhnungstag 2 echt ganz gut. Wir waren heute mit den Kleinen auf dem Spielplatz. Also ich bin dann mit Olivia. Sie wollte dann auch gleich nur an die Hand von dem einen Mädchen. Und ich durfte dann so an der Seite laufen. Und irgendwann durfte ich die Hand von dem Mädchen halten. Aber die Erzieherin meinten, das ist ein richtig gutes Zeichen. Dann waren wir da auf dem Spielplatz und dann war es so voll. Da waren noch 2 andere Kindergärten. Und es war so, wirklich, es war so voll und wild. Ich war auch so, okay, da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Und die Erzieherin meinten so, ja, so voll ist es eigentlich normalerweise nie. Aber ja, war ganz süß. Und dann bin ich mit ihr dann schon mal vor, weil sie dann quasi auf meinem Arm wirklich eingeschlafen ist. Wir waren dann 2 Stunden dort. Sie auf meinem Arm eingeschlafen. Und dann hat sie zu Hause noch einen kleinen Mittagsschlaf gemacht. Auf mir drauf. Und dann bin ich jetzt endlich ins Büro gedüst. Jetzt habe ich noch 2 Meetings. Also ein Meeting, wohl als, ich habe nur noch, naja doch, ich habe noch 2 Meetings heute. Na, jetzt zeige ich euch mal, was hier gekocht wurde. Also hier haben sie so Brezeln gemacht. Richtig süß mit Danke. Ich meine, wie süß ist denn das? Danke. So, eine Schnecke und ein Herz. Hier haben sie Nudelsalat noch vorbereitet. Ich glaube, das ist sogar das Rezept, was ihr auf Instagram findet. Müsste es sein. Und hier ist Banana Bread drin. Das sieht richtig gut aus. Ich glaube, das hier ist die Get Real Protein. Nach die Get Real Banana Bread. Proteinmischung. Bei uns gibt es jetzt Abendessen. Claudius Mama hat gekocht, Linsen mit Kartoffeln, Salat und Reis. Richtig lecker, habe ich jetzt voll Lust drauf. Schaut mal, was ich hier seit Ewigkeiten mal wieder hatte. Einen Coconut-Riegel und der ist so lecker. Ich habe ganz vergessen, ich hatte den im Kühlschrank, also tut den unbedingt in den Kühlschrank, also der war jetzt schon kurz draußen, ich habe den kurz aufgetaucht. Auf jeden Fall ist der wirklich so gut. Ich habe es ganz vergessen, wie lecker der ist. Der schmeckt wie so ein Bounty, könnt ihr es euch vorstellen. Also falls ihr den noch nicht getestet habt, müsst ihr es echt mal machen. Also gerade jetzt im Sommer aus dem Kühlschrank, so gut. Ich war jetzt, glaube ich, 2 Monate nicht mehr. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ich bin eigentlich immer mit einer Freundin gegangen und irgendwie hat sich das Ferienzeit nicht ergeben. Dann war ich auch nicht. Jetzt habe ich aber heute mal wieder Verlust.
Und das Wetter passt irgendwie auch voll fürs Gym. Draußen regnet es und Claudio meinte dann heute Morgen, er geht ins Gym und Claudios Mama ist ja da. Und deswegen hat es jetzt perfekt gepasst, deswegen konnten wir jetzt zusammen gehen. Und jetzt mache ich hier erstmal eine Stairmaster Session. Oh, da war ich jetzt schon ewig nicht mehr drauf. Das wird mich jetzt wahrscheinlich einmal sehr, sehr freuen. Jetzt gibt es hier mein Frühstück mit den Overnight Oats, bisschen Granola. Olivia hat hier gerade schon gefrühstückt. Was ist denn noch dabei? Trauben, Himbeeren, Banane. Du bist schon fertig, gell, Schatz? Ja. Ja, du hast schon aufgegessen. Toll, schon ganz leer. Aber die Mami, die hat einen großen Hunger. So, ich bin jetzt wieder zurück zu Hause von der Eingewöhnung. Tag 3. Heute war richtig gut. Wir waren sogar länger da als sonst. Und dann sogar noch so ein Kreis, irgendwie so einen Kreis gemacht, haben da gesungen und Bücher gelesen und so, haben wir auch noch mitgemacht. Und jetzt ist sie gerade eingeschlafen. Sie hat dann irgendwann auch von sich selbst ausgesagt, sie will jetzt nach Hause, weil sie müde ist. Und sie hat schon eine Freundin, das ist richtig süß. Die ist dann mitgekommen und meinte, wohin geht ihr, worum geht ihr, warum geht sie schon? Die ist ja, wir kommen morgen wieder. Dann sind wir nach Hause und dann sind wir so in den Regen rein, es hat so geschüttet, ich war einfach patschnass, meine kompletten Haare. Habe ich jetzt nochmal geföhnt und jetzt mache ich gerade Mittagessen, nimm so ein Bolognese und dann düse ich ins Büro, weil ich dann um 13.30 Uhr ein Bewerbungsgespräch habe. Das ist hier mein Mittagessen, Bolognese aus meinem Kochbuch. Richtig, richtig lecker, ich liebe die. Vor allem, ich finde, am nächsten Tag schmeckt sie sogar noch besser. Okay, ich muss euch jetzt hier noch was Schönes zeigen. Und zwar ist das unser Eis in der fertigen Verpackung. Okay, wie kann ich das jetzt hier drehen? So, dann seht ihr das. Schaut mal, wie schön das geworden ist. Das ist die Verpackung. Die launchen jetzt wahrscheinlich, beziehungsweise ziemlich sicher Mitte Juli. Ich gebe euch auch nochmal Bescheid. Auf jeden Fall hatten wir einige Rohstoffengpässe und mussten dementsprechend dann noch die Verpackung anpassen. Und ja, es hat leider ein bisschen, hat sich alles ein bisschen verzögert, aber dafür ist die Verpackung so, so, so schön geworden. Feel good sweets for every day. Guten Morgen. Ich habe jetzt gerade eine Runde Pilates gemacht. Wir waren irgendwie heute schon um 5.30 Uhr wach, also Claudia und ich. Dann haben wir aber irgendwie ewig noch rumgechillt und nochmal ein bisschen einfach mal gequatscht. Wozu wir irgendwie echt nicht so oft kommen. Also in der Arbeit schon, aber dann halt über Arbeit. Und obwohl, da kommen wir auch gar nicht so oft zum Quatschen, weil wir beide so busy irgendwie die ganze Zeit sind und er viel auch in der Manufaktur ist und wir uns dann oft untertags gar nicht sehen. Und jetzt habe ich gerade 30 Minuten Pilates gemacht, war richtig anstrengend mit Pilates Bag. Und Frühstück jetzt was, ich bin richtig hungrig. Das ist jetzt, glaube ich, schon 8. Und dann muss ich mich fertig machen. Dann haben wir Kindergartentag Eingewöhnung Nummer 4. Und danach habe ich echt einiges auf der To-Do-Liste. Also ich muss heute Meetings, ich habe einen Call mit der Weddingplanerin. Erster Kick-Off-Call. Dann, boah, was haben wir noch alles? Ich muss bei 1000 Sachen anrufen. Ich muss echt einige E-Mails beantworten. Haben heute noch einen Termin in einer anderen Manufaktur, weil wir ja so ein Kooperationsprodukt planen für den Adventskalender. Da schauen wir heute vorbei, testen das Produkt einmal. Und ja, that's it. Also irgendwie vollgepackt. Okay, fast hätte ich sie aufgegessen, ohne es euch zu zeigen. Das ist mein Frühstück. Sieht jetzt nicht mehr so lecker aus. Ist aber sehr lecker, Blaubeer-Porridge. Kindergartentag, Eingewöhnung Nummer 4 ist dann. Ich hatte auch ein längeres Gespräch noch mit meiner Freundin vorhin, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, sie macht es so toll, also Olivia, was ja eigentlich voll schön ist, aber ich bin irgendwie so das Problem, weil ich habe das Gefühl, ich kann nicht so ganz loslassen und habe immer so das Gefühl, oh Gott, wenn die jetzt da alleine ist und ja, irgendwie, ich weiß nicht, es sind halt 24 Kinder auf einem Haufen. Ich weiß natürlich, Kindergarten, ich kenne das Konzept, aber ich war ja auch im Kindergarten, ich habe es geliebt im Kindergarten, aber irgendwie ist es voll schwierig für mich, da glaube ich noch so mich fallen zu lassen und einfach zu sagen, ich vertraue jetzt, das wird alles gut, ihr geht's dort gut. Und ich meine, ich habe ja auch gesehen, wie sie mit den Erziehern war heute und wie die Erzieher auch mit ihr waren, also super süß und die haben sich auch total gekümmert und sie war auch total so ganz entspannt und meinte auch, sie will nächste Woche zum Essen bleiben, also
Wir essen ja immer so um 12.30 Uhr oder so Mittag, da wir sie dann schon bleiben. Morgen ist Musikunterricht in der Früh, voll cool, dass sie das anbieten. Sie bieten irgendwie auch Schwimmunterricht und Kinderyoga an, also richtig cool. Zum Schwimmunterricht muss ich dann anmelden, das wollte ich auch machen, aber morgen gehen wir dann zur Musik. Das ist eigentlich alles okay, wisst ihr, wie ich meine? Aber es ist, glaube ich, so dieses, ich glaube, es kommt davon, dass sie jetzt halt immer zu Hause war. Jetzt natürlich außer dieser Spielegruppe. Und jetzt ist halt für sie so ein neuer Alltag und für mich beginnt damit irgendwie auch ein neuer Alltag und irgendwie, ja, ist meine kleine Maus jetzt halt nicht mehr einfach zu Hause, sondern wird halt jetzt anders betreut. Und das ist, glaube ich, irgendwie einfach für mich so ein Prozess. Und es hatte mir auch eine bei Instagram geschrieben, dass diese Eingewöhnungsphase nicht nur für die Kinder ist, sondern eigentlich auch für die Eltern, weil die sich halt irgendwie auch eingewöhnen müssen und auch erstmal auf diese ganze neue Situation einstellen müssen. Und ich war irgendwie auch total nervös am Anfang. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich bin eigentlich so entspannt, aber kann es euch gar nicht genau sagen. Ja, mein kleines Baby wird groß. Aber vielleicht könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, falls hier ein paar Mamas unter euch sind, die da ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder denen es irgendwie ähnlich ging. Das Schöne ist jetzt im Kindergarten, dass sie halt auch schon einfach so reden kann und auch einfach sagen kann, wenn was nicht passt. Und ja, irgendwie einfach, dass sie da schon so weit ist, dass sie da schon voll kommunizieren kann. Ich glaube, das hilft mir so für mein Gefühl einfach, dass ich weiß, sie sagt mir immer alles dann. Naja. Mache ich was zum Mittagessen. Olivia ist mit dem Papa raus. Die sind Pasta essen gegangen. Ich wollte eigentlich mit, aber es hat sich jetzt nicht mehr gelohnt, weil ich habe um 12.30 Uhr den Call mit der Wedding-Plannerin. Habe ich gesagt, okay, dann soll er gehen. Und ich mache den Call mit der Wedding-Plannerin, weil das wäre sich jetzt um eine halbe Stunde nicht ausgegangen, bis ich da gewesen wäre im Restaurant, die schon wieder aufstehen müssen. Deswegen gehe ich jetzt nicht mit und ja, mache jetzt meinen Call, aber mache mir schnell was zum Essen. Katharina ist jetzt da und wir shooten gerade die Eisriegel. Die finalen Samples, beziehungsweise die finalen Rezepturen, schaut euch mal an. Das ist Raspberry und das hier ist mein Favorit. Der ist so krass. Der ist so lecker. Wir haben aber gerade schon gesagt, es sind eigentlich alle so geil. Das ist, glaube ich, mein zweiter Favorit. Hazelnut. Also Hazelnut, Caramel. Das hier ist Caramel. Caramel ist so krass. Seht ihr dieses Caramel da drin? Wenn man die so ein bisschen antauen lässt, werden die so geil. Und Raspberry ist halt euer Favorit. Allgemein tendiere ich immer eher zu Nuss oder Schoko mit Schoko. Schoko mit Schoko. Katharina hat ja auch noch Banana Bread mitgebracht. Das ist die Get Buell Proteinmischung. Also da hatte ich eh vorhin so Lust drauf. Und ich wollte ihr noch schreiben, ups, ob ich mir eine Mischung mitbringen kann. Und dann bringt sie einfach fertig das Banana Bread mit. Also kommt wie gerufen. So, ich war jetzt noch spontan bei C1 Kosmetik, wie ihr sehen könnt. Ich hatte eine Mikrodermabrasion. Ich sollte das eigentlich echt regelmäßig machen, weil meine Haut... Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Man kann es hier jetzt ganz gut sehen. Meine Haut, die ist anfällig für so eingewachsene Poren. Und ich habe hier eine, da war ich auch schon zweimal beim Hautarzt. Die geht nicht mehr weg. Das ist richtig nervig. Sieht aus wie so ein kleiner Pickel. Ist aber tatsächlich eine eingewachsene Pore. Die geht gar nicht mehr weg. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt hier auch eine habe. Super gemacht, Aileen. Und eigentlich müsste ich einfach regelmäßig peelen, was ich nicht tue. Also ich musste regelmäßig meine Haut peelen. Ich hole mir jetzt auch gleich ein Peeling. Direkt schon mal nachgefragt, ob sie mir jetzt empfehlen kann. Und dann, was ich auch machen müsste, ist eigentlich regelmäßig zur Mikrodermabrasion, dass das halt, ja, dass da keine, dass es erst gar nicht so weit kommt, dass immer wieder die Haut, also die abgestorbenen Zellen sozusagen gereinigt werden, abtransportiert werden und es gar nicht dazu kommt, dass ich eben Poren verstopfen kann. Aber ja, was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Ich habe es mir seit einem halben Jahr vorgenommen, dass ich gehe und jetzt habe ich es nach einem halben Jahr mal geschafft. Aber spontan ist dann auch immer am besten. Jetzt habe ich Durst. Jetzt deckt sie es mir noch ein bisschen ab und dann tue ich wieder nach Hause. Mein Laptop noch dabei, weil ich habe noch einige To-Dos. Aber das war jetzt wirklich gut. Das war wie so eine kleine Mini-Auszeit. Ich lag da auf der Liege und ich wollte gerade gar nicht mehr aufstehen. Ich bin wieder zu Hause und eigentlich hätte ich jetzt noch 2, 3 Calls. Was heißt Calls? Ich muss kurz wo anrufen. Ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt noch dran gehen. Es ist jetzt auch schon 5:45. Vielleicht muss ich das morgen machen. Wollte eigentlich noch 2, 3 E-Mails, 2, 3 E-Mails schreiben und dann Feierabend machen. Ich fühle mich heute so richtig so, kennt ihr das, wenn ihr mal so, ich brauche mal kurz jetzt so, ich merke es richtig, mein Tag, ich bin irgendwie von einem Ding zum nächsten gerannt und irgendwie alles so ohne Pause und jetzt merke ich gerade, dass ich richtig erschöpft bin. Deswegen, glaube ich, schiebe ich die Sachen auf morgen. Ich wollte aber heute eigentlich auch noch so ein bisschen packen. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, ja, ist diese Woche nicht so viel Spannendes passiert. Ich hoffe, ihr konntet das Video trotzdem, euch hat das Video trotzdem gefallen. Es ist halt ganz normaler Alltag, auch bei uns. Durch die Kindergarteneingewöhnung war natürlich jetzt ja, der Fokus auf der Kindergarteneingewöhnung.
Und ja, so viel Spannendes ist halt gar nicht passiert. Außer DM-Listung natürlich, aber die haben wir einfach noch nicht entdeckt in den DM-Märkten. Ich hätte euch so gerne, ich wollte eigentlich auch noch ein DM-Paket mit euch auspacken, aber das liegt im Büro. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen, das mache ich im nächsten Video. Da packe ich mal meine DM-Bestellung mit euch aus. Ja, ich hätte euch so gerne gezeigt, wie die Produkte im DM liegen, aber bis nächsten Dienstag, also noch ein paar Tage warten und dann sollten sie wirklich überall verfügbar sein. So, jetzt quatsche ich euch hier nicht mehr zu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich kann auch nicht mehr reden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.